Danke. Ja, also ich glaube, es ist gut, wenn man am Anfang von dem Thema Jugoslawien sich kurz ein bisschen die allgemeine Lage und auch die konkrete geografische Lage anschaut. Also der Balkan ist im Südosten Europas gelegen und wir sehen eine extreme Diversität an natürlichen Vorkommnissen und an geografischen Verhältnissen. Es gibt auf der einen Seite den Abgang von den Alpen im Norden in Slowenien bis hinab zum Adriatischen Meer, bis hin zu einer mediterranen trockenen Klimazone und einem extrem reichen Vorkommen an verschiedensten natürlichen Ressourcen von Kupfer, Bauxit, Lithium auch, was aktuell ist. Da gab es auch eine sehr aktuelle Geschichte, die wird vielleicht später noch angesprochen. Und genau, ja, also gleichzeitig ist es geografisch ein Gebiet, der ein Korridor ist, zwischen Zentraleuropa übergeht bis Kleinasien und im Osten an die Eurasische Steppe andockt, die sich dann bis tief in den asiatischen Kontinent hinein erstreckt. Also es ist und dieser Korridor auch war ein Gebiet, durch den über die Jahrhunderte verschiedenste Völker gezogen sind, verschiedenste Migrationsströme es gegeben hat und bereits die Römer wichtige Handelsstraßen ge gezogen haben, die den Balkan, durch den Balkan sich erstreckt haben. Auch wichtige Handelsrouten hat es hier gegeben. Und tatsächlich ist die extreme Vermischung und die Völkervielfalt am Balkan ein extrem starkes Charakteristikum, das sich aus dem heraus ergeben hat. Und tatsächlich ist es so, dass sich die Migrationsströme aus den verschiedensten Gründen ergeben haben. Die Slawen sind zum Beispiel im 5. Jahrhundert gekommen, Roma und Sinti im 11. und 14. Jahrhundert, sephardische Juden sind im späten 15. Jahrhundert aus Spanien gekommen und aus den verschiedensten Gründen sind hier die verschiedensten Nationalitäten eingezogen und haben sich niedergelassen und haben sich auch oft noch auf der Balkanhalbinsel selbst von Ort zu Ort bewegt. Also genau, das ist auch ein Punkt. Und tatsächlich ist es so, wenn wir uns das anschauen, dann sehen wir, dass die verschiedensten Völker an den verschiedensten Gebieten wichtige kulturelle Ereignisse für sich markieren können. Zum Beispiel wurde in Skopje 1346 der Kaiser Dusan zum Herrscher der Serben, Griechen und Bulgaren gekrönt. Gleichzeitig hat sich das alte Kroatien bis nach Bosnien erstreckt. Und die Vojvodina zum Beispiel war nie Teil eines serbischen Staates, genauso wenig wie Istrien, ist es dann aber zum Beispiel unter dem jugoslawischen Staat geworden. Also wir sehen irgendwie eine extreme Bewegung einfach. Und wenn wir heute den Balkan anschauen, dann sehen wir, dass es einfach eine extreme Masse an Kleinstaaten gibt, an extremen Grenzen. Und tatsächlich ist es so, dass wir alle paar Kilometer auf eine Grenze treffen, auf eine neue Währung treffen und auf Staaten treffen, die sich größtenteils feindlich gesonnen sind und gegenseitig versuchen, sich Territorium abzuspalten und auf das Territorium des anderen das irgendwie gierig beäugen. Und tatsächlich wurde erst vor ein paar Wochen eine millionenteure Brücke gebaut, die kroatische Küste verbinden soll, damit man nicht mehr über Bosnien fahren muss, wenn man einen Teil der kroatischen Küste abfahren möchte. Das ist erst vor kurzem durchgebracht worden und zeigt irgendwie den Wahnsinn dieser kleinen Staaterei und dieser Zerspaltung am Balkan. Tatsächlich ist der Grund für das und die Grundlage für das nicht eine natürliche Entwicklung oder eine sinnvolle Logik, sondern die Zerspaltung hat sich aus nichts anderem heraus ergeben, als diplomatischen Intrigen, Kriegen und der Aufteilung unter der Herrschaft und Vorgabe des westlichen Imperialismus und früher noch davor unter den Vorgaben und Direktiven verschiedenster Reichen, zum Beispiel der Kollision von den Osmanen und Österreich-Ungarns. Und tatsächlich hat Trotzki schon 1913, als er den Balkan bereist hat, hier eine sehr treffende Bemerkung gemacht, die ich zitieren möchte. Und zwar schreibt er: Die Grenzen zwischen den Zwergstaaten der Balkanhalbinsel sind nicht in Übereinstimmung mit den Gegebenheiten der Natur oder den Bedürfnissen der Nationen gezogen worden, sondern als Ergebnis von Kriegen, Intrigen und dynastischen Interessen. Die Großmächte und zuallererst Russland und Österreich hatten immer ein unmittelbares Interesse daran, die Balkanvölker und Staaten gegeneinander zu hetzen und sie anschließend, wenn sie sich gegenseitig geschwächt hatten, ihrem eigenen ökonomischen und politischen Einfluss unterzuordnen. Und das ist de facto die Lage, die wir heute auch sehen am Balkan.
und die heute auch extrem konkrete Züge annimmt. Denn woher kommen die Grenzen, die wir zum Beispiel in Bosnien und Herzegowina sehen? Die kommen konkret, wurden sie festgelegt durch das Dayton Agreement, das 1995 beschlossen wurde von den imperialistischen Mächten. Die USA hat eine starke Rolle gespielt vor allem und die Grenzen Bosniens festgesetzt und reguliert hat. Und tatsächlich ist es so, dass in Bosnien auch heute noch Truppen der EU stationiert sind und de facto das Land sich unter einer Okkupation unter der Führung von europäischen militärischen Truppen steht, an deren Spitze seit Jahren schon österreichische Generäle stehen, aktuell Anton Wessely, der Major General der European Union Forces in Bosnien ist. Darüber hinaus gibt es auch einen hohen Repräsentanten, der de facto fähig ist, auch Gesetze zu annullieren, was er Anfang April auch getan hat diesen Jahres, also erst vor kurzem. Das heißt, das ist irgendwie die konkrete Lage. Also so diese Spaltung und die Interessen, um die Interessen des Imperialismus durchzuführen, ist eine sehr konkrete Sache, die wir sehr konkret aktuell eben sehen können. Im Kosovo ist es auch nicht anders. Also im Kosovo gibt es auch irgendwie diese starke Präsenz, die in den letzten Wochen auch noch einmal erhöht wurde. Und es gibt Videos, irgendwie, die man sich anschauen kann im Internet, wo Massenkonvois an europäischen Truppen herumfahren. Genau. Also das ist irgendwie so die aktuelle Lage. Und um uns jetzt ein bisschen zu überlegen, was man dem entgegensetzen kann und was es irgendwie Sinnvolleres geben kann als so eine völlige Spaltung und Ausbeutung durch die Imperialisten, glaube ich, muss man sich eben die Geschichte des zweiten Jugoslawiens, also des sozialistischen Jugoslawiens anschauen, was wir eben heute auch tun werden und was das Thema des Referates ist. Und man muss sich, um sich das zweite Jugoslawien anzuschauen, muss man die Geschichte des ersten Jugoslawiens, also das Königreich der Serben, Slowenen und Kroaten anschauen, das aus sehr spezifischen Bedingungen aus dem Ersten Weltkrieg und aus dem Zerfall von Österreich-Ungarn heraus entstanden ist. Und allerdings alles andere als eine gemeinsame, gleichgestellte, ein gleichgestellter Staat oder Reich der Völker, der in Südosteuropa war, sondern das war einfach ein Königreich, das völlig unter der serbischen Königsdynastie gestellt war und gegenüber den anderen Nationen eine Knüppel- und Knebelpolitik durchgeführt hat. Und noch dazu war die schwache serbische Bourgeoisie und die serbische Königsdynastie vollkommen im Dienste des Imperialismus. Und etwa 3 Jahre vor dem Zweiten Weltkrieg wurden 40% der Exporte aus Deutschland, waren 40% der Importe aus Deutschland und 40% der Exporte gingen nach Deutschland. Also de facto war es da eine Semikolonie des deutschen Imperialismus bereits, das zweite Jugoslawien. Aber was irgendwie essentiell ist, die nationale Unterdrückung der anderen Nationen im ersten Jugoslawien hat einen Nährboden geschaffen für eine reaktionäre nationalistische Demagogie, der sich die Faschisten dann konkret auch, die sie verwendet haben, konkret auch. Und zwar hat es so ausgesehen, als die Nazis 1941 in Jugoslawien einmarschiert sind, haben sie die nationale Frage verwendet, um den Balkan zu spalten und zu unterwerfen. Das ist konkret das, was passiert ist. Man hat ein paar der Nationen, die eben unterdrückt waren, besondere Rechte gegeben. So etwa den Kroaten hat man hat den unabhängigen Staat Kroatiens, den NDH-Staat, aufgebaut, der alles andere als unabhängig war. Das war ein Marionettenstaat des deutschen und italienischen Faschismus. Und hat anderen, zum Beispiel den Albanern im Kosovo, nationale Rechte gegeben. Das hat vor allem der italienische Faschismus gemacht, um so an die gesamte Region zu unterwerfen. Und eine Sache ist auch interessant, nämlich auf einer Ebene, wie die Nazis das erklärt haben. Und es gibt tatsächlich sogar ein ideologisches Schreiben, warum es vereinbar ist mit der Idee, dass die Slawen, das war damals die Vorstellung irgendwie, warum es vereinbar ist mit der Idee, dass die Slawen sozusagen ein niedriges Volk darstellen, dass man dann trotzdem mit den Bulgaren und mit den Kroaten zusammenarbeitet. Die Nazis haben argumentiert, die Kroaten sind ja fast ein germanisches Volk und die Bulgaren sind sowieso eher ein Turkvolk.
Also man sieht irgendwie, wie diese, diese Argumente einfach herbeigenommen werden, irgendwo, irgendwie her, um die Spaltung zu rechtfertigen und um irgendwie die Unterdrückung der Völker eben voranzubringen. Und das ist konkret das, was passiert ist. Und tatsächlich hat aber der Faschismus nicht eine Befreiung der Völker oder irgendeine Verbesserung auch für die Nationen gegeben, die nationale Vorrechte bekommen haben, sondern das Einzige, was man gesehen hat, war die Essenz des Imperialismus. Eine völlige brutale Zerspaltung des Balkans und eine massive, hochbeschleunigte Ausbeutung und ein Raubzug an den natürlichen Ressourcen, verbunden mit mörderischen Verbrechen an der Zivilbevölkerung, an Juden, Roma und Sinti, Serben. Das war die konkrete Lage. Und ich möchte hier auch ein kurzes Zitat bringen, um die konkreten Dynamik irgendwie aufzuzeigen. Zwischen Juni 1941 und Juli 1944 lieferte Kroatien Industriewaren in Höhe von 328 Millionen und Serbien von 91 Millionen Reichsmark zwangsweise nach Deutschland. Zehntausende mussten in ihrer Heimat in Fabriken und Bergwerken Zwangsarbeit leisten. Ende 1941 führte die Regierung die Arbeitspflicht für alle Personen zwischen 17 und 45 Jahren ein. Die Behörden griffen zu drastischen Maßnahmen, um genügend Arbeitskräfte für den Bergbau und andere kriegswichtige Tätigkeiten zusammenzutreiben. Parallel dazu wurde die Landwirtschaft an die Bedürfnisse des Reichs angepasst. Neu geschaffene Wirtschaftszentralen erschließen in Serbien Sollquoten und strenge Abgaberegeln für Futter- und Industriepflanzen, Sonnenblumen und Saatgut, Gemüse und Getreide. Das war die konkrete Politik, das war die konkreten wirtschaftlichen Interessen, die der Faschismus verfolgt hat am Balkan. Und das war das, was man durch die Spaltung, was man durch das Mobilisieren und das Aufhängen an der nationalen Frage geschafft hat, also hier durchzubringen. Und das ist irgendwie ein sehr illustratives Beispiel, denke ich. Und tatsächlich ist es aber so, dass die Völker am Balkan eine sehr revolutionäre Tradition haben und eine sehr revolutionäre Geschichte haben von verschiedensten vielen Aufständen, von Bauernaufständen gegen die osmanische Herrschaft, die irgendwie weit zurückgeht. Und tatsächlich hat sich das auch gezeigt, dass bereits wenige Wochen nach dem Einmarsch des Faschismus und nach dem Einmarsch der Faschisten am Balkan sich eine massive Bewegung, eine Massenbewegung entwickelt hat, der armen Bauern und der Arbeiterklasse am Balkan, die zwar zahlenmäßig noch klein war, aber in einigen relevanten Sektoren des Bergbaus zum Beispiel und der Verarbeitungsindustrie konzentriert war, sich mobilisiert hat und einen massiven Kampf gestartet hat gegen den Faschismus. Und tatsächlich, in diesem Kampf standen die Arbeiter und Bauern der anderen Nationen dem Schicksal, zum Beispiel etwa der Serben, die verfolgt wurden im NDR-Staat, nicht gleichgültig gegenüber, sondern schützten und versteckten Familien. Die Jugend kämpfte in den Städten besonders. Und es hat einen revolutionären Charakter angenommen und im gesamten Land begann sich irgendwie die Masse zu erheben im Kampf gegen den Faschismus. Und dieser Kampf hat eben alle Nationalitäten umfasst. Und der Punkt ist, wenn wir uns die Rolle der Kommunistischen Partei Jugoslawiens anschauen, dann müssen wir vor allem verstehen, dass sie mit einer demokratischen Arbeiterpartei nichts mehr zu tun hatte, sondern eine völlig durchbürokratisierte Partei dargestellt hat, die völlig unter dem Diktat Moskaus stand und die voll und ganz die Linie Stalins verteidigt hat. Und tatsächlich sieht man das in der Praxis sehr genau. Der Hitler-Stalin-Pakt wurde 1939 unterzeichnet als Nicht-Angriffspakt zwischen Nazi-Deutschland und der Sowjetunion. Und tatsächlich als am 6. April 1941 der Angriff auf Jugoslawien startete, war die Direktive an Jugoslawien und an die jugoslawischen Kommunisten zuerst abzuwarten und nicht direkt einen Kampf zu veranstalten und vor allem nicht auf eine revolutionäre Erhebung zu achten, sondern eher zu schauen, wie es sich entwickelt und eventuell einen Partisanencharakter zu organisieren. Und tatsächlich, erst als die Sowjetunion angegriffen wurde von Nazi-Deutschland, hat es eine 180-Grad-Wende gegeben
unter Stalin. Und wer die Geschichte des Stalinismus kennt, weiß, dass es eine Geschichte von sehr vielen, sehr wilden 180-Grad-Wendungen ist. Und genau das hat man auch in Jugoslawien gesehen. Also die Direktive war jetzt an die jugoslawischen Kommunisten, einen antifaschistischen Befreiungskrieg zu führen und gleichzeitig dabei aber eine Volksfront zusammen mit allen anderen Parteien, mit allen bürgerlichen Parteien einzugehen, um gemeinsam gegen den Faschismus zu kämpfen. Und was hat das in der Praxis bedeutet? Naja, es gab nicht mehr viele bürgerliche Truppen. Der König Jugoslawiens selber ist nach England geflüchtet und war in der Londoner Exilregierung. Und die Ustasche hatten direkt mit dem NDH-Staat kollaboriert und waren dort mit dem italienischen und deutschen Faschismus direkt zusammen. Also hat die Kommunistische Partei Jugoslawiens Anfang 1941 versucht, mit den Chetniks, den reaktionären Truppen des jugoslawischen Staates, die Überbleibsel des jugoslawischen Militärs, zusammenzuarbeiten. Und hat versucht, zusammen mit den Chetniks gemeinsam einen Stab aufzubauen in einem Teil Bosniens. Und tatsächlich, der Grund, warum das gescheitert ist, ist, weil der Charakter des Kampfes einen Charakter, einfach alle Nationen umspannt hat und alle Nationen mit eingeschlossen hat in den Kampf. Und tatsächlich gescheitert ist dieser gemeinsame Stab mit den Chetniks daran, dass die Führer der Chetniks eine haarsträubend reaktionäre Politik verfolgt haben, und zwar nämlich konkret gesagt haben, wir kämpfen nicht gegen den Faschismus, bevor nicht die Moslems gesäubert sind. Das ist ein Zitat. Das heißt, zuerst ist die erste Aufgabe die Säuberung der Moslems, dann der Kampf gegen den Okkupator. Also das heißt, es ist wirklich nur aufgrund dieses haarsträubenden reaktionären Politik der Chetniks nicht dazu gekommen, dass man zusammen kämpfen konnte. Und tatsächlich haben die Massen am Balkan und die Massen, die in den Aufstand gegangen sind, die sich dem Befreiungskampf angeschlossen haben, wo alle Nationen teilgenommen haben, auch Frauen haben sich massenhaft beteiligt am Kampf. Das noch dazu in einer Region, die von extrem patriarchalen Verhältnissen gerade noch irgendwie in der Zeit geprägt war. Und diese massenhafte Mobilisierung hat es möglich gemacht, dass sich nach dem Zweiten Weltkrieg ein sozialistischer Staat aufgebaut wird. Und tatsächlich waren es die Massen, die Kommunistische Partei Jugoslawiens so weit gepusht haben, dass die Führung der KPJ keine andere Wahl mehr hatte, als de facto bis hin zur Verstaatlichung der Industrie und der Produktionsmittel übergehen musste. Womit Tito bereits in einen Konflikt mit Stalin und mit der Sowjetunion geraten ist, die natürlich das nicht hatte. Denn was hat Stalin gemacht? Stalin hat sich 1944 mit Winston Churchill getroffen und hat, als das Ende des Kriegs absehbar war, über die Neuaufteilung Europas gesprochen. Das hat mit proletarischem Internationalismus nichts mehr zu tun. Also das hat mit den Grundsätzen der Oktoberrevolution und den Ideen des Internationalismus nichts mehr zu tun. Konsequenterweise wurde auch die Komintern, die gegründet wurde als Instrument der globalen Revolution, der Revolution auf der ganzen Welt, bereits 1943 abgeschafft, irgendwie im Dunkeln des Kriegs. Und genau das ist die Lage, die wir gehabt haben nach 1945. Und tatsächlich kommt es in Jugoslawien zum Aufbau von einem Arbeiterstaat, aber ein Arbeiterstaat, der von Anfang an unter der Führung der völlig durchbürokratisierten und stalinistischen kommunistischen Partei Jugoslawiens war. Und genau unter diesem Hintergrund steht auch der Aufbau in Jugoslawien. Wir haben de facto, am Anfang gibt es sogar den Versuch, zwischen Tito und Dimitrov eine Balkanföderation aufzubauen, wohlgemerkt mehr im Interesse der jugoslawischen Bürokratie und der bulgarischen Bürokratie. Aber das wäre natürlich trotzdem ein Schritt nach vorne gewesen. Aber selbst diese Balkanföderation hat sich Stalin harsch widersetzt und sie unmöglich gemacht, de facto, das Diktat und der bornierte Nationalismus Moskaus. In Wirklichkeit hätte eine genuin leninistische Führung in dieser Periode eine sozialistische Balkanföderation propagiert und für eine Vereinigung
des gesamten Balkans in einer sozialistischen Föderation gekämpft. Und tatsächlich, was man die geografischen Unterschiede, die ich am Anfang beschrieben habe, also die verschiedensten Vorkommnisse und die Unterschiede, auch die geografischen Gegebenheiten, hätte man sinnvoll nutzen können in einer breiten Föderation, nicht nur am Balkan, sondern auch mit der Sowjetunion, in China auch. Und man hätte die Unterschiede nutzen können, um die Produktivkräfte schnell, sinnvoll und vernünftig unter demokratischer Führung der Arbeiterklasse zu entwickeln. Das hätte zu einem unglaublichen Sprung geführt. Und stattdessen hat jeder der einzelnen Arbeiterstaaten versucht, den Sozialismus im eigenen Land zu entwickeln und die Produktivkräfte im eigenen Land und in jedem einzelnen Land alles zu entwickeln. Im kleinen Albanien zum Beispiel hat man versucht, die gesamte Bandbreite der Ökonomie zu entwickeln und der modernen industriellen Wirtschaft zu entwickeln, anstelle dass man sinnvoll die Unterschiede nutzt und aus dem heraus die Produktivkräfte entwickelt. Also das hat bereits irgendwie ein konkretes Hindernis gelegt. Tatsächlich ist es aber so, dass trotz dieser bürokratischen Führung und trotz diesem bürokratischen, der KPJ, der Kommunistischen Partei Jugoslawiens, durch die Verstaatlichung des Privateigentums und der Produktionsmittel gab es einen extremen Wachstum der Produktivkräfte und man hat es tatsächlich geschafft, eine unglaubliche Entwicklung zu schaffen, wenn man sich die Geschichte des Balkans anschaut. Und man hat tatsächlich Hunderttausende, Millionen von Menschen alphabetisiert und einen modernen Aufbau der Produktivkräfte geschafft mit der Planwirtschaft. Genau. Tatsächlich ist es aber so, dass der Aufbau und die Widersprüche des Systems in Jugoslawien zu extremen Hindernissen geführt haben. Es kommt 1948 zum Split zwischen Tito und Stalin, woraufhin Jugoslawien von den restlichen Arbeiterstaaten von der Sowjetunion isoliert ist und sich immer mehr dem Westen zuwendet, wodurch westliche Kredite und durch ein Hören auf die kapitalistischen Tipps der westlichen Ökonomisten, die immer irgendwie durch große Wörter gerechtfertigt worden sind, theoretisch, es zu einem extremen Einbruch der Wirtschaft gekommen ist, zu einer extremen Inflation gekommen ist in Jugoslawien und zu einem Abwandern von hunderten, tausenden Arbeiter und Arbeiterinnen, auch gerade in den Westen. Also die Gastarbeiter, das Gastarbeiterphänomen hat da hier konkret die Wurzeln. Und genau, also das ist so die konkrete Lage. Noch dazu hat das System Jugoslawiens eine, wie Tito gesagt hat, sehr genaue nationale Balancierung gehabt. Und diese nationale Balancierung hat so ausgeschaut, dass man 6 Teilrepubliken gehabt hat in Jugoslawien, dass in jeder Teilrepublik eine eigene Bürokratie an der Spitze war und dass die Bürokratie in letzter Instanz ihre eigenen Interessen verteidigt hat. Und mit der Zuspitzung der Krise in Jugoslawien, mit der Zuspitzung der ökonomischen Widersprüche, kommt es auch zu einem Hochkommen auf neuer Ebene der nationalen Frage, die in letzter Instanz, wie Lenin erklärt hat, eine Brotfrage ist, was man irgendwie hier konkret sieht. Und die Lage ist konkret so, dass durch die wirtschaftlichen Widersprüche und durch die wirtschaftliche Krise die einzelnen Teilrepubliken anfangen, sich gegenseitig die Schuld zuzuschieben. Zum Beispiel die entwickelteren Teilrepubliken im Norden, wie Kroatien und Slowenien, haben Kosovo und den Süden und Serbien vor allem als Hindernis ihrer Entwicklung gesehen und haben angefangen, immer stärkere Widersprüche aufzubauen. Und genau in diese Widersprüche, genau in die neu aufkommende nationale Frage, setzt sich wieder der Imperialismus mit voller Wucht in den 1990er Jahren. Und vor allem der deutsche Imperialismus spielt hier eine maßgebliche Rolle, der sich, wie ich schon erwähnt habe, durch diese Rolle auch einen Platz direkt in der bosnischen Regierung und als Kolonialverwaltung irgendwie verschafft hat. Und erkennt 1991 die Unabhängigkeit von von Kroatien und Slowenien an. Das war ein konkreter Zug, die brutalen und blutigen Kriege am Balkan gestartet hat und die Grundlage geschaffen hat für das völlige Gemetzel der 1990er Jahre. Also das war irgendwie konkret die Taktik. Und was ist passiert?
es ist in letzter Instanz zu massiven Kriegen gekommen, zu einer Privatisierung, zu einer Restauration des Kapitalismus, zu einem völligen Chaos und Zerstörung der Lebensbedingungen in allen Teilrepubliken, zu einem Krieg, der auf allen Seiten völlig reaktionär war, der keine progressive Seite hatte. Die Zerstörung Jugoslawiens war ein zivilisatorischer Rückschritt, der enormen Schaden angerichtet hat, eine enorme Zerstörung der Produktivkräfte dargestellt hat und einen enormen Blutzoll gefordert hat, der Arbeiterklasse der Region. Und das ist konkret die Entwicklung in den 1990er Jahren. Die nationale Frage wird als Spaltung und als Hebel verwendet, um die Interessen des Imperialismus und des deutschen Kapitals und auch des österreichischen Kapitals zu verankern und durchzubringen. Und das ist genau das, was passiert ist. Und das ist genau das, was wir eben sehen. Und was sich auch im imperialistischen Bombardement Serbiens in den späten 1990er Jahren auch ausdrückt, konkret. Also das ist irgendwie die konkrete Lage. Und wenn wir uns heute anschauen, wie es ausschaut, ich habe es am Anfang eh schon skizziert und dargelegt, wir sehen einfach eine Lage, wo der Imperialismus irgendwie völlig supreme ruled in der gesamten Region, unangefochten an der Macht ist und wo wir aktuell auch der österreichische Imperialismus und das österreichische Kapital, Sabine hat es bereits am Anfang gesagt, einer der größten Investitoren ist am Balkan und extrem viele Gewinne jährlich daraus scheffelt und direkt von der Spaltung der Völker am Balkan profitiert. Und das ist irgendwie genau die konkrete Lage. Und tatsächlich, wir haben, Sabine hat es auch eben erwähnt am Anfang, wir machen nicht nur theoretische Diskussionen, sondern irgendwie auch praktisch aktiv. Und unsere Genossen in Jugoslawien, unsere Sektion, kämpft aktiv gegen das und analysiert konkret, dass unter den Bedingungen der imperialistischen Besatzung der NATO, der EU und ihren Verbündeten für die gesamte Arbeiterklasse, egal welche Nationalität, keine guten Lebensbedingungen und nichts als Desaster, Auswanderung, Emigration und ein in letzter Instanz völlig zerstörtes Dasein perspektivisch da ist. Also die Perspektive der Jugend ist großteils heutzutage Migration und Abwanderung. Und auch die Wirtschaft, die entwickelt wurde in Jugoslawien, die Industrie, die entwickelt wurde, die trotz der bürokratischen Diktatur entwickelt wurde. Es wurde extreme die Industrie entwickelt und es wurde riesige Industriegiganten gebaut, die heute wie Elefantenfriedhöfe oder antike Ruinen im ganzen Balkan stehen und von Leuten betrachtet werden, weil nämlich ein häufiger Schachzug in den 1990er Jahren war, im Zuge der Privatisierung, die Fabriken aufzukaufen, das frühere Staatseigentum aufzukaufen und oft einfach es zuzumachen, entweder um die Kompetition, um den Wettkampf auszuschalten oder um es zuzumachen und um zu spekulieren mit dem Grundbesitz und um es bei gewisser Zeit weiterzuverkaufen. De facto hat das zu einer massiven Abwirtschaftung und Deindustrialisierung geführt, die heute das gesamte Land und die gesamten Fortschritte des Jugoslawiens in Ruinen hinterlassen hat, die wir eben konkret heute auch sehen können. Also Und das ist irgendwie so der konkrete Punkt. Und ich glaube, wenn wir die Geschichte anschauen, dann sehen wir, dass es nur einen einzigen Ausweg geben kann. Und zwar einen neuen sozialistischen Arbeiterstaat Jugoslawiens als Teil einer sozialistischen Balkanföderation tatsächlich unter der Führung der Arbeiterklasse, tatsächlich unter demokratischer Führung mit Arbeiterräten, wie sie tatsächlich auch in der Geschichte Jugoslawiens zum Beispiel im Rahmen des Zweiten Weltkriegs auch schon entstanden sind und wie wir es in der Oktoberrevolution 1917 sehen können. Also das ist irgendwie die einzige Lösung, wie wir konkret in der Region eine Perspektive schaffen können. Und tatsächlich ist es so, es wird oft so dargestellt in den Geschichtsrevisionismen und in den reaktionären Lügen, die heute in den Nachfolgestaaten Jugoslawiens erzählt werden, dass die nationale Geschichte und die kulturelle Geschichte jahrhundertelang zurückgeht. Meist wird das dann auf irgendeinen Herrscher XY projiziert, der vor 500 Jahren irgendwo gewesen ist, wo auch immer. Das kann man sich dann aussuchen.
je nachdem, ob man die Erzählung des kroatischen oder des serbischen Nationalismus, wen auch immer, nimmt. Und dann ist der Kommunismus gekommen und das war ein schwarzes Loch, ein Einbruch der nationalen Entwicklung. Und erst nach dem Fall Jugoslawiens gab es wieder einen Aufschwung der nationalen und der kulturellen Entwicklung. Und jetzt sind wir wieder sozusagen im normalen Lauf der Geschichte. Und tatsächlich ist das genaue Gegenteil der Fall. Also, und es ist irgendwie kein Zufall. Es wird das exakte Gegenteil von dem, was der Fall ist, gezeigt. Es gibt jetzt einen massiven Einbruch der gesamten Entwicklung und der kulturellen Entwicklung der einzelnen Länder auch. Tatsächlich gibt es überhaupt keine Perspektive. Die einzige Perspektive, die es gegeben hat, war unter dem sozialistischen Jugoslawien. Also der jetzige Einbruch ist extrem tief und extrem massiv. Und eine wahre Freiheit und Möglichkeit einer neuen Renaissance, einer kulturellen Entwicklung, bietet nur die sozialistische Revolution. Also deren Basis die Verbrüderung aller Völker am Balkan ist und ihr gemeinsamer Kampf. Also das ist so die Grundlage. Und genau, ja. Und ich möchte das übergehen in die Diskussion jetzt langsam. Und zwar mit einem Zitat, das der Balkan-Marxist Dimitri Tucović bereits 1913 von sich gegeben hat. Er war einer der wichtigsten Mitbegründer und Mitglieder der serbischen Sozialdemokratie, die sich irgendwie sehr genau an den Ideen von Lenin und an Ideen des proletarischen Internationalismus orientiert hat, die auch 1914 gegen die Kriegskredite gestimmt hat, zusammen mit den Bolschewiki, als die Zweite Internationale sich hinter den imperialistischen Ersten Weltkrieg gestellt hat. Und er hat irgendwie, er hat konkret folgende Analyse präsentiert. Wir Sozialdemokraten unterscheiden uns in der Frage der nationalen Befreiung von der Bourgeoisie. Letztere will die Freiheit ihres Volkes auf Kosten der Zerstörung der Freiheit der anderen Völker. Wenn sich Alt-Serbien anschließt, dann kommen auf einen freien Serben zwei unfreie Albaner, Türken und so weiter. Wir wollen die Freiheit unseres Volkes ohne die Zerstörung der Freiheit der anderen Völker. Dies können wir nur durch die Schaffung einer politischen Vereinigung am Balkan erreichen, in dem alle Völker wahrlich gleichgestellt sind und es völlig unabhängig davon ist, welcher Herrscher hier vor so und so vielen Jahren geherrscht hat. Und tatsächlich ist es konkret so. Die Völker am Balkan werden ein Spielball des Imperialismus bleiben, solange bis sie sich nicht gemeinsam im Kampf für den Sozialismus vereinen. Dann werde ich noch ein kurzes Sum-up machen von den wichtigsten Punkten. Also ich kann mich irgendwie nur anschließen mit dem, was als letztes gesagt wurde. Es ist wirklich so die Aufgabe der am Balkan jetzt, sie wieder dieses Erbe des Marxismus am Balkan, wirklich der genuinen Methoden des Marxismus, sich das wieder anzueignen und das konkret methodisch in der Praxis zu verwenden, um eine gemeinsame Bewegung, um auf Basis von einem sozialistischen Programm eine konkrete Lösung für die extrem heftigen und schlechten Verhältnisse im Balkan zu formulieren. Also ich glaube, das ist irgendwie so der Punkt. Und die Geschichte der serbischen Sozialdemokratie bietet dort, glaube ich, sehr viel. Aber und auch irgendwie so einher mit dem ist es, glaube ich, extrem wichtig, wenn man auch die Ideen der Oktoberrevolution von 1917 studiert und auch die Ideen von Trotzki. Und es gibt hier irgendwie ein sehr gutes Buch, das ich auch zitiert habe, das sehr gut die Balkankriege in der Epoche vor dem Ersten Weltkrieg analysiert, das ich irgendwie sehr empfehlen kann. Genau, ja. Also das ist, glaube ich, so der Punkt. Und über die Frage, was wir so in Österreich machen können, weil wir sitzen jetzt dort, reden darüber es haben auch ein paar Leute irgendwie gemeint, so, dass ja der Reichtum auf der Unterdrückung basiert, der Völker am Balkan. Und ich würde dem halt entgegnen, die österreichische Arbeiterklasse hat kein Interesse an der Unterdrückung der Völker und der Spaltung der Völker am Balkan. Ganz im Gegenteil.
Die österreichische Arbeiterklasse hat ein Interesse daran, dass die Traditionen des gemeinsamen Kampfes am Balkan wieder ausgegraben werden, die de facto dabei sind, sich selbst auszugraben. Also wie man in vielen Kämpfen eben sieht auch. Also so zum Beispiel bei den Minenarbeitern in Tuzla und Bosnien in den letzten Monaten, aber auch im Rahmen einer Vielzahl von Bewegungen, die es in den letzten Jahrzehnten oder in den letzten Jahren gegeben hat, über die wir auch immer wieder berichtet haben im Funken, zum Beispiel die eine Bewegung, die es gegeben hat, rund um Jugendliche, die ermordet worden sind, wo Mafiosi zusammengedeckt vom Staatsapparat der Republika Srpska, also dem serbischen Teil Bosniens, das gedeckt haben. Dann gab es einen ähnlichen Fall, wo der bosniakische, der muslimische Teil des Staatsapparats zusammen mit Mafiosi einen ähnlichen Fall gedeckt haben. Und bei so einer Lage ist es halt logisch, dass die Konsequenz der gemeinsame Kampf ist und der entwickelt sich er ist de facto notwendig für den Klassenkampf und er entwickelt sich auch als Folge aus dem Klassenkampf. Also es ist irgendwie so ein Verhältnis und dasselbe gilt für Österreich. Also es gibt extrem viele Menschen aus Ex-Jugoslawien in Österreich. Und die österreichische Bourgeoisie hat keine Sekunde gezögert, um in Österreich anhand der Frage der Menschen aus dem Balkan zu spalten. Und das immer und immer wieder getan und immer wieder ausgegraben bei verschiedensten Punkten. Und sie wird sich auch in der Zukunft nicht davon zurückhalten, entlang dieser Frage oder entlang einer anderen Frage zu versuchen, die österreichische Arbeiterklasse zu spalten. Ab dem Zeitpunkt, wo sich in Österreich der Klassenkampf intensiviert und zuspitzt, wird die österreichische Bourgeoisie sofort an ihre gloriosen Traditionen angreifen. Die hat sie nicht vergessen. Und die Spaltung irgendwie anhand von jeder möglichen Art und Weise auszugraben, um die Arbeiterklasse zu verwirren, vom Kampf abzubringen und sonst wohin zu treiben. Und ich sag's nochmal, die österreichische Arbeiterklasse hat an dem gesamten Müll überhaupt kein Interesse und hat nur etwas zu verlieren an dem. Also so. Auch für die österreichische Arbeiterklasse ist der einzige Weg nach vorne glasklarer Internationalismus. Also so. Und das ist irgendwie so die konkrete Lage. Und das ist auch unsere Aufgabe. Also wenn wir das Beste, was wir tun können, ist, wenn wir unsere Bourgeoisie in Österreich stürzen, die von dem Gift der Spaltung am Balkan, von dem ganzen Rassismus und Völkerhass profitiert und de facto das braucht wie den Löffel zum Auslöffeln der Suppe. Also, oder was auch immer. Das ist ein komischer Vergleich vielleicht, aber wurscht. Das ist irgendwie so der Punkt. Ja? Genau. Und ich glaube, was man halt auch, weil Ukraine immer wieder aufgekommen ist, was man sieht, ist einfach, dass die Restauration des Kapitalismus reine Zerstörung und nichts als eine Vernichtung der Lebensbedingungen gebracht hat. Ende. Also das ist, glaube ich, der Punkt. Das sieht man hier, das hat man abgetestet, das hat man schwarz auf weiß, da gibt es nichts. Also so, das ist einfach eine völlig klare Sache. Also so, dass der Kapitalismus nichts zu bieten hat. Also so, als Zerstörung, Hass, eine Zuspitzung von Konflikten. Also das ist halt konkret der Punkt. Genau. Und über die zur Frage der Arbeiter-Selbstverwaltung und der Jugoslawien-Nostalgie. Also es stimmt, dass es irgendwie bei vielen Linken einen Fokus auf die Theorie der Arbeiter-Selbstverwaltung gibt und dass das immer wieder hochgehalten wird, was ein bisschen ironisch ist, weil wenn man die Texte liest, der Staatstheoretiker, also so Kardel zum Beispiel, der slowenische Cheftheoretiker von Tito, wenn man sich seine Texte anschaut, ich habe jetzt leider keine Zitate vorbereitet, aber das kann man irgendwie sich anschauen, dann ist da mit jedem Quartal, mit jedem Jahrzehnt eine neue Rechtfertigung der politischen Linie der Kommunistischen Partei, gekleidet in irgendein neues altes Zitat von Lenin, Marx oder was auch immer man gefunden hat, um zu erklären, warum wir jetzt doch das machen und nicht das, warum wir jetzt hier dezentralisieren oder was auch immer und nicht das machen. Also die gesamte Theorie der Arbeiter-Selbstverwaltung und des jugoslawischen Sozialismus ist nichts als eine theoretische Rechtfertigung der Interessen der jugoslawischen Bürokratie. Also so auf sehr krude Art und Weise noch dazu. Also genau, ja, also
Auf der anderen Seite gibt es irgendwie bei sehr vielen Leuten einen positiven Bezug zu Jugoslawien, weil es für nationale Einheit steht, also wo es für eine Einheit der Völker im Balkan steht. Und das ist natürlich eine progressive Sache. Also so, das ist irgendwie eine sinnvolle Sache. Und das steht, finde ich, auch diesem Fokus auf diesem theoretischen Fetisch von manchen Linken auf Arbeit der Selbstverwaltung völlig entgegen. Weil es nicht aus irgendeinem akademischen Eck kommt, sondern weil es genuin irgendwie so, weil es genuin einfach eine Entwicklung ist, die Arbeit der Klasse der Region betrifft. Genau. Also soviel zu dem Thema konkret. Und ja. Ich möchte nochmal mein Sum-up damit schließen, dass ich auch nochmal kurz auf unsere Sektion eingehe. Der Emma hat es eh schon berichtet, es gab die Konferenz vor ein paar Wochen. Wir haben eine Schwesterorganisation, die Crveni, wo wir auch ein Magazin haben, die auch eine Zeitschrift herausbringen und die auch eine Seite haben und sich auch als gesamtjugoslawische Organisation verstehen, in Mazedonien und Slowenien, Serbien, Kroatien, inzwischen auch schon Mitglieder haben und Bosnien und überall in all den Ländern aktiv sind und die an diese Traditionen anknüpfen und die wirklich ein gutes Beispiel geben, wie man kämpfen kann und was eine sinnvolle Politik nach vorne ist. Und die zu den verschiedensten Entwicklungen, die auch angesprochen worden sind, zu den Mobilisierungen in den letzten Jahren, immer sehr gute Analysen gebracht haben, die wir entweder übersetzt oder übernommen haben in Artikelform. Und Ich werde jetzt nicht mehr auf die gesamte Geschichte der konkreten Proteste der letzten Jahre eingehen, weil ich glaube, das ist ein bisschen too much. Aber ich darf verweisen auf ein paar Artikel, die wir veröffentlicht haben, konkret zu den Protesten in Albanien und auch zu den Protesten in Serbien rund um die Abwehr des Baus einer Lithiummine von einer britisch-australischen Kooperation, die dort völlig auf Zerstörung der ökologischen Bedingungen hin eine Mine bauen wollte. Das wurde durch eine Massenbewegung abgewehrt. Oder auch zu den aktuellen Wahlen in Serbien haben wir sehr viel Material, das ich jeden gerne persönlich auch übergebe. Also ich sage euch da, sprecht uns an und wir schicken euch die Links und diskutieren das gerne. Also genau, also vielleicht zu dem. Ja, ich glaube, das wären so die Hauptpunkte. Danke.